Urdhva Hasta Matsyasana, der Fisch mit erhobenen Armen. Ausgangsposition ist Shavasana, Entspannungshaltung. Von hier gib die Beine zusammen und dann hebe den Brustkorb hoch und gib den Scheitel auf den Boden, eben zum Matsyasana, Fisch. Von hier hebe die Arme nach oben und du kannst zum Beispiel die Handflächen zusammengeben. Diese Urdhva Hasta Matsyasana hilft, die Muskeln im Nacken zu stärken, ist auch eine starke Belastung für den Hals, was für manche Menschen gut ist. Andere sollten die Stellung nicht zu lange halten. Indem du die Hände nach oben gibst, öffnest du dich für die Kraft des Himmels und du kannst dir vorstellen, dass Lichtenergie, Prana, Lebensenergie durch die Hände in dich hineinströmt. Alle Variationen von Matsyasana auf unserer Yoga-Vidya-App.